Der Iveco Daily 4x4 ist eines der beliebtesten Fahrzeuge in der 5-Tonnen-Klasse. Er ist hochgeländegängig und man kann ihn mit langem und kurzem Radstand bekommen. Wir haben hier mal zwei Fahrzeuge mit einem identischen Basisfahrgestell. Kurzer Radstand, 255 100er, 16 Zoll Reifen. Auf der einen Seite den Kerkam iX 370 mit kleiner Kabine. Auf der anderen Seite das Fahrzeug von Eine Weltreisen mit teilintegrierter Alkovenkabine. Wollen wir noch mal schauen, was die beiden so im Gelände können. Da sind sie. Es muss ja nicht immer Unimog sein. Die Geländetauglichkeit der Dailies ist bekannt. Doch hier auf einer der härtesten Teststrecken Deutschlands, namentlich Horstwalde, müssen die beiden Ivecos wirklich zeigen, was in ihnen steckt. Eine Weltreisen gegen Weltreisemobil. So nennt Jörn Kerkam seine Fahrzeuge. Doch eigentlich tun sich die beiden gar nicht weh, denn ihre Konzepte sind völlig unterschiedlich. Immerhin bietet der Daily von Eine Weltreisen Schlaf- und Sitzplätze für vier, während sich der Kerkam klassisch an zwei Reisende richtet. Dazu gleich mehr. Zunächst müssen aber beide Fahrgestelle beweisen, ob sie tatsächlich auf Weltreise auch abseits der Straßen gehen können. Das erste Hindernis lässt nicht lange auf sich warten. So, jetzt haben wir hier einen Hang vor uns. 35% Steigung. Das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Hinterachssperre einschalten und dann nehme ich mir die kräftige Untersetzung. 1:3, erster Gang, beide Hände ans Lenkrad und dann geht's bergauf. Ganz entspannt, 2000 Umdrehungen und schon sind wir auf der Oberseite von der Kuppe. Solche Steigungen auf festem Geröll machen den Dailies überhaupt nichts aus. Auch der Kerkam iX 370 meistert den Hügel ohne Probleme. Eine Besonderheit unterscheidet die ansonsten in vielen Belangen gleichen Brüder dann doch. Und die fällt beim Fahrzeug von Eine Weltreisen sofort ins Auge. Das Besondere an dem Daily im Vergleich zum Kerkam direkt vor uns ist der teilintegrierte Grundriss. Hier fehlt also die gesamte Rückwand, statt nur eine kleine Tür zu haben. Damit ist der Raumeindruck natürlich ein ganz anderer. Doch wie verhält sich so ein teilintegrierter auf der Verwindungspiste? Das Ergebnis erstaunlich gut. Der Hilfsrahmen muss vom Leiterrahmen entkoppelt werden, was eine aufwendige Wippenkonstruktion nötig macht. Dank dieser guten Idee bewegt sich der EWR Daily angenehm ruhig und komfortabel über die Buckel, während sich das bewährte Iveco-Fahrwerk sehr gut verschränkt. Beim Kerkam, dessen Fahrerhaus und Kabine getrennt gelagert sind, kommt es schon mal vor, dass das Fahrzeug bockt, wenn sich die Amplitude von beiden beweglichen Teilen überlagert. Das ist zwar nicht schlimm, dennoch schlägt der EWR in diesem Punkt den iX 370. Doch für beide gilt, fahrerisch kann Horstwalde ihnen nicht den Garaus bereiten. Übrigens, sowohl der Kerkam als auch der EWR Daily verfügen über deutlich mehr als eine Tonne Zuladung, was erfreulich für ein Fernreisemobil ist. Doch wo steckt denn jetzt der große Unterschied beider Konzepte? Zwei 5,5 Tonner, beide 6 Meter lang, beide 170 PS starke Motoren. Man könnte die Autos also für sehr vergleichbar, für sehr identisch halten, aber ganz und gar nicht. Mit 3,47 Meter ist der Iveco aus Berlin von Eine Weltreisen 15 cm höher. Er hat einen Alkoven, zwei zusätzliche Schlafplätze, während das Fahrzeug aus Emshorn von der Firma Kerkam ein reines Zwei-Personen-Auto ist. Unterschiede auch im Heck. Das eine Fahrzeug ganz klassisch rechteckiger Abschnitt, das andere nimmt den Böschungswinkel auf. Hier habe ich einen durchgehenden Stauraum, der von beiden Seiten zu erreichen ist, während in Berlin unter dem fahrerseitigen Bett ein einziger großer Stauraum ist. Nach dem fahrerischen Erlebnis geht es jetzt in die Abteilung Schöner Wohnen. Wir starten unseren Rundgang im Kerkam iX 370.
Der iX370 ist ja ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Dafür fällt die Sitzgruppe sehr üppig aus. Hier findet auch mal ein Gastplatz. Oder ich mache es mir eben ganz bequem. Und über mir, da kann ich über die große Dachluke in die Sterne gucken. Entweder beim Sitzen oder wenn ich das Bett nachher bis hier vorne vorgezogen habe. Im Heck permanent verfügbar ist ein Einzelbett. Wenn ich das Doppelbett benutzen will, dann muss ich einmal kurz ein bisschen umbauen. So, den Tisch absenken. Polster umlegen. Hier drüben dieses kleine Vereinfach beiseite nehmen. Lattenrost ausziehen. Und die Matratzen ausziehen. Und fertig ist das Doppelbett. Drei große Fenster im Heck machen den Schlafplatz zur Liegewiese mit Aussicht. Das Basisfahrzeug hier, der Iveco Daily, ist ja sehr gewichtssensibel, ist ein 5,5 Tonner. Da ist es also Gewichtsspannen in jeder Ecke. Hier sind zum Beispiel Lithiumbatterien verbaut. Und auch hier beim Innenausbau, das ist ein Balsa-Sperrholz. Nur mit einem dünnen Eichefurnier, das spart auch noch mal einige Kilogramm. Außerdem gespart wurde an aufwendigen Massivholzumleimern. Stattdessen gibt es sorgfältig geschliffene Sperrholzkanten. Die Küchenzeile ist kompakt und knapp. Irgendwo muss man am Ende natürlich Kompromisse machen. Bei nur 3,70 Meter Kabinenlänge gibt also wenig Arbeitsfläche. Dafür kann ich hier auf der Glasabdeckung des Herds dann arbeiten und Stauraum wie immer mehr als genug in verschiedenen Schubladen und Schränken. Ein Punkt, für den Kerkam-Fahrzeuge mittlerweile bekannt sind, ist die Tatsache, dass jedes Ding, was potenziell kaputt gehen kann, auch erreichbar ist. Hier sind zum Beispiel mal ein paar Details. Ich habe hier erreichbare Klappen, ich habe hier erreichbare Klappen. Damit gelangt man beispielsweise auch an den Siphon der Dusche. Und auch außen setzt der Kerkam auf große Klappe. Unter dem Heckbett ist eine ganze Menge Platz. 1800 Liter Stauraum, das reicht locker für zwei große Fahrräder. Für zwei Personen bietet der iX370 sowohl genug Platz als auch Stauraum. Doch wie sieht es damit bei annähernd gleicher Grundfläche beim EWR aus? Wenn wir jetzt in den Kerkam ja schon mal reingeguckt haben, gucken wir jetzt mal, was hier die Berliner gebaut haben. Dazu müssen wir hier einen größeren Schritt machen. Zwei stufige Leiter ist sehr weit oben. Die Innenaufteilung kennt man von Reisemobilen. Da nutzt man den vorderen Bereich mit dem Fahrer- und Beifahrersitz, um die Sitzgruppe zu vergrößern mit einer Halbdinette für zwei weitere Sitzplätze während der Fahrt. Dafür wandert dann das Bett und das Bad ins Heck. Das Bad ist ungewöhnlich groß. Im Prinzip ist es genauso lang wie das Bett. Damit bleibt natürlich viel Platz. Es ist alles hintereinander angeordnet. Ungewöhnlich groß ist auch das Fenster. Und die Dusche hat insgesamt 4 Abläufe. Das heißt, egal wie schief das Auto steht, irgendwohin läuft das Wasser immer ab. Die Altbauhöhe von 2,18 Meter, die merkt man hier im hochgelegten Heckbett natürlich ganz besonders. Ich habe sehr viel freien Raum. Ich habe drumherum noch viele Schränke für Kleidung. Aber wenn man schon so viel Platz hat, dann hätte das Fenster auch einfach 15 cm höher sein können. Denn wenn ich mich nachts mal auf die Seite rolle, dann lande ich im Rollo oder im Fliegengitter. Wenn man schon zwei zusätzliche Sitzplätze hat an dieser Seite, dann braucht man natürlich auch mehr als ein Doppelbett. Das ist hier oben im Alkoven. Einfach die Seiten aufklappen, runter, verriegeln. Und schon gibt es ein weiteres Bett mit 1,17 Meter Breite. Die große KCT-Luke bringt nicht nur viel Licht auf die Sitzgruppe, sondern auch frische Luft in das Bett im Alkoven. Und dieses Bett ist der einzige Grund, warum das ganze Fahrzeug so hoch ist. Diese 2,18 Meter Innenhöhe bringen eben hier eine Sitzhöhe von knapp 70 cm. Das ist für ein Notbett oder für ein Kinderbett vielleicht schon ein bisschen üppig. 15 cm weniger würden dem Fahrzeug vielleicht auch ganz gut tun. Küchenzeile ist schön und groß gemacht. Ich habe hier ein versenktes Induktionskochfeld. Damit habe ich zeitgleich meine Arbeitsfläche. Gibt ein Spülbecken unter Glas. Das verschwindet auch ganz schön. Und ein gutes Detail ist auch der Hitze- und Spritzschutz hier hinten aus Metall an der Wand. Ein besonders pfiffiges Detail, wenn mal schlechte Stimmung im Haus ist, dann kann man sich hier seinen eigenen Burgwall bauen. Und in allen anderen Fällen ist das natürlich auch eine schöne Erweiterung der Arbeitsfläche.
bei Wohnmobilen gang und gäbe, bei Offroad-Fahrzeugen doch sehr selten, dieses teilintegrierte Konzept. Das Schöne ist natürlich, ich habe zusätzliche Fensterfläche, es ist sehr hell, aber es geht auch Wärme verloren. Ich muss also immer Dämmmatten mit dabei haben. Vorteil ist natürlich, ich kann während der Fahrt nach hinten gehen, mir was zu trinken holen. Erfreulich, beide Fahrzeugkonzepte sind in sich schlüssig und werden ihre Fans finden. Dass es nun aber ein kompaktes Mobil als Teilintegrierten mit Alkoven und Platz für vier Reisende gibt, wird vor allem die Familien freuen. Preislich liegen die beiden übrigens fast gleich auf. Den Daily von Eine Weltreisen gibt es ab 208.000 Euro. Kerkam verlangt für den iX370 mindestens 205.000. Die ausführliche Probefahrt finden Sie im Explorer 6 2018 zum Nachlesen. Und die Testberichte zu vielen weiteren Fahrzeugen finden Sie in unserem YouTube-Kanal.